Sarah, es tut mir so unfassbar leid, was du durchmachen musstest, weil das hat kein Mensch verdient. Das wünscht man nicht mal seinem größten Feind. Und es tut mir unfassbar leid. Dankeschön. Wie geht's dir, wenn du diese Bilder jetzt nochmal siehst? Beschämend, dass ich überhaupt mal für so einen Menschen Gefühle haben konnte. Sehr peinlich, wenn ich daran denke, dass das ganz Deutschland sieht, dass ich überhaupt mit ihm in Verbindung gebracht werde. Dafür schäme ich mich unfassbar. Nico, du hast die Bilder auch gerade alle gesehen. Wie kann es sein, dass du hier lächelnd sitzt? Ich lächle ja jetzt Du hast nicht, in ne? vielen Also, Momenten gerade gelächelt. Das habe ich nicht verstanden. ja, so ein paar Situationen waren halt lustig, bin ich ehrlich, aber für die meisten schäme ich mich halt. Du schämst Also, dich? ist schon Scham, also. Was findest du denn lustig? Ja, da waren schon ein paar lustige Momente Zum dabei. Beispiel? Ja, jetzt die Sprüche, ein paar Sprüche von mir Das und mit fandest du dem Louis und lustig? sonst Findest du was. das cool? Ja, jetzt die Findest du das Situation. cool, Nico? Natürlich nicht. Die Warum Situation jetzt lachst du gerade. dann? Das Warum waren ja lachst du nur in dann? diesem Moment. Im größten Teil habe ich mich halt echt geschämt. Da bin ich offen und ehrlich. Du erzählst da einen von, ich liebe dich, ich vermisse dich und ein paar Tage später steckst du deinen kleinen Schwanz in die Alte oder was? Was ist denn los bei dir? Was, und du zeigst noch nicht mal Reue. Du lachst noch. Was bist du für ein räudiger Mensch? Widerlich. Zeigst du Reue? Ja, schlechtes Gewissen habe ich auf jeden Fall. Also hatte ich auch die ganze Zeit. Also Ja, gerade gewiss. die 2, 3 Wochen, nachdem das dann alles geschehen war, dann waren schon, war schon eine scheiß Zeit, das auf jeden Fall. Ja. Was bereust du? Also ich bereue es, was ich der Sarah angetan habe. Zu 100%, das auf jeden Fall. Ja, ich Aber bis schäme heute mich. noch keine Entschuldigung für. Du hast dich noch nicht Also, entschuldigt bei ihr? es ist auch nicht Nee. zu entschuldigen, aber bis heute kam auch nichts, dass er auch nur einen Funken Reue zeigt. Möchtest du ihr vielleicht was sagen? Also mir tut es halt einfach leid für dich, was ich dir angetan habe. Und das, was ich gemacht habe, das ist halt das Asozialste, was an Menschen man antun kann. Und es ist halt einfach, ich schäme mich halt, das, was ich dir angetan habe. Und ja, du hast was viel Besseres verdient. Und Da ist hast du halt so. recht. Aber wenn er das ernst meinen würde, hätte er das vielleicht schon vorher gemacht und jetzt nicht hier vor Kamera, wo er gefragt wird, ob er noch was mitzuteilen hat. Komplett richtig. Die Entschuldigung musstest du ja jetzt gerade bringen. Es gab ja keine andere Möglichkeit. Nico, du wolltest Sarah bei Temptation Island was beweisen. Ja, das ging auf jeden Fall in der Hose, ne? Also, Warum? ja, keine Ahnung, irgendwie zwischendurch waren dann immer irgendwie meine alten Muster. Ich habe das irgendwie genossen. Und ja, ich musste mir einfach eingestehen, bei mir zu viel Alkohol, dann habe ich einfach gar keine Kontrolle mehr über mich selber. Ziemlich dünnes Eis, würde ich sagen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, streamt jetzt die neue Folge auf RTL Plus. Mehr Versuchungen gibt's hier. Und ganz wichtig, den Kanal müsst ihr natürlich auch noch abonnieren.